Knapp 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Nachholspiel der Hessenliga im HNR Sportpark. Eintracht empfängt Eintracht. Frankfurt U21 gegen Stadt Allendorf. Es ist ein Spitzenduell in Flutlichtatmosphäre an diesem Mittwochabend. Die Frankfurter auf Platz 3 mit 28 Punkten, Stadt Allendorf mit 29 Punkten auf Platz 2 und von beiden gejagt der FC Gießen mit 30 Punkten auf Platz 1. Gruppenkuscheln also an der Tabellenspitze der Hessenliga. Dementsprechend wild startet auch diese Partie. Die Eintracht in den weißen Trikots, Stadt Allendorf in All Black Everything, von rechts nach links. 20 Sekunden gespielt, eine beherzte Flanke für Gianluca Schäfer. Tolga Schein kommt raus und das hier ist ein klarer Elfmeter. Die Aktion gilt nicht dem Ball, Schein kriegt noch Schäfers Hüfte zu packen. No doubt bei der Entscheidung von Schiedsrichter Thorsten Eick. Am Punkt der Bundesliga-Debütant vom vergangenen Wochenende, Marcel Wenig. Und Schein bügelt sein ungestümes Einsteigen wieder aus. Einmal alle wieder runtergefahren nach diesen turbulenten 30 Sekunden. 3 Bundesliga-Minuten hat er auf dem Konto. Wenig kam beim 5:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen kurz vor Schluss. 11. Minute, Freistoß Schäfer. Der ist gut, aber Tolga Schein kann entschärfen. Ein richtiges Frankfurter Eigengewächs seit dem 12. Jahr im Verein, der 19-Jährige. Wir fliegen immer noch durch die erste Viertelstunde. Jetzt mal der TSV mit Damian Häuser. Erster Annäherungsversuch ans Tor der Eintracht, die Vorarbeit von Kapitän Williams. Apropos Eintracht, die baggern schon wieder am Tor des TSV. Das ist Maximilian Brauburger. Christopher Schadeberg verhindert Schlimmeres nach 15 Minuten aus dem Spiel heraus. Geht für beide wenig, vielleicht ja durch einen Standard der Eintracht. Eli Kulas klärt erstmal und dann glüht der Draht richtig. Ben Luca Fischer haut den da irgendwie über die Linie. Das durchaus verdiente 1:0 für die Youngsters der Eintracht. Da ist viel Pech auf TSV-Seite dabei. Arne Schütze hobelt ihn erst von der Linie und kriegt dann Fischers Nachschuss nicht unter Kontrolle. Wie gesagt, unterm Strich aber verdient die Führung der Eintracht. 37. Minute, Stadt Allendorf will den Ausgleich mit einem Freistoß. Und Malcolm Phillips, der war nicht einfach für Torwartprofi Jens Grahl, der Stammkeeper Matteo Bignetti vertritt. Halbzeit im HNR Sportpark, für euch die Gelegenheit, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Denn Youngstars und regionalen Fußball haben wir bei KickTV en masse für euch. Die Gastgeber auch nach dem Seitenwechsel weiter auf Torejagd. Das war Finn Otto, der da ein wenig zu lange den Kreisbutton gedrückt hat. 54. Minute, Freistoß durch Mehdi Loon und Şahin. Der hält sein Team hier im Spiel. Torwart Tolga Şahin. 3 Minuten später, Ballverlust TSV. Das könnte teuer werden, weil die Eintracht jetzt rollt mit Maximilian Brauburger. Der hat viel Platz auf der linken Seite, bringt ihn scharf rein und da ist Gianluca Schäfer. Den Treffer haben sie sich erarbeitet. Lohne, Brauburger und Schäfer eiskalt über 3 Stationen ausgekontert und dann steht es eben 2:0, weil keiner den Schäfer auf dem Schirm hat. Aufgeben wir hier aber keiner. 20 Minuten noch zu spielen. Mirko Geisler am Ball und aus dem Rückraum schleicht sich Luis Preisig heran. Gerade eben erst eingewechselt. Der TSV ambitioniert, aber unkonzentriert. Die Eintracht nutzt das brutal aus. Nacho Ferri und Şahin. Einen bärenstarken Keeper haben sie da in Stadt Allendorf. 80 Minuten sind vorbei. Es riecht nach Sieg der Eintracht. Der eingewechselte Dritan Matschkei. Daraus Schäfer an. Und das ist die Entscheidung. Ja, hat denn der TSV aus dem 2:0 nicht gelernt? Wieder die flache Hereingabe. Wieder läuft Schäfer rein. Nur dieses Mal serviert eben nicht Brauburger, sondern Matschkei. Können die Gäste noch Ergebniskosmetik betreiben? Wenn dann jetzt mit Kulas. Aber das ist zu wenig, was da von der Stadt Allendorfer Offensive kommt. Am Ende des Tages gewinnen Eintracht Youngsters hier souverän mit 3:0. Dennoch ein überragender Tolga Şahin im TSV-Tor. Nächster Halt für Eintracht U21, der SV Fernwald am kommenden Samstag. Stadt Allendorf empfängt den Hanauer FC.